Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger und neben mir sitzt der kleine Erdschan. Ah, ich bin nicht so klein. Ich weiß gar nicht, ich bin doch richtig breit eigentlich. Ne? Ja, breite aber Erdschan, wenn man vielleicht breit ist, muss man ja, kann man ja trotzdem auch klein sein. Ja, so gesehen hast du recht, ich bin zu klein für mein Gewicht. Das ist absolut richtig. Du müsstest eigentlich größer sein. Ja, ich müsste viel größer sein. Auf jeden Fall schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, wir sprechen heute über den Nachwuchs und wie wir jetzt im letzten Jahr richtig guten Nachwuchs für unser Unternehmen gewinnen konnten. Warst du Pflanzen kaufen, oder? Ja, natürlich. Pflanzen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu decken. Also kauft euch Pflanzen. Ich dachte Nachwuchs, ne? Also ja, ich meine manchmal, wachsen. Also früher ist man ja auch in die Baumschule gegangen, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ne? Ja, ja, ja. Also da kann man ja dann Pflanzen kaufen, also ja, in der Baumschule kaufst du halt so einen Baum, den kannst du dann ausbilden und so, ja genau. Nee, ja. Also, nee. Der schlägt dann Wurzeln und so. Also letztes Jahr habe ich als allererstes ich habe schon länger immer Bewerbungen aus dem Ausland bekommen. Ja. Und letztes Jahr hatte ich aber irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, die Situation war so ausweg und aussichtslos, dass ich mir gedacht habe, ey, das musst du jetzt einfach mal probieren und habe mich da informiert. Und es gibt sowas wie das beschleunigte Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Oh, das klingt richtig deutsch. Das ist richtig cool. Der Begriff bei Hangman, das müssen wir mal spielen. Ich habe noch was, das dazu kommt. Oh. Die zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften der Regierung von Mittelfranken. Abgekürzt, abgekürzt. ZSEF. Ah, ja. Zentrale klar. Stelle Einwanderung Fachkräfte. Ja, ja. Okay? Ja, ja, das ist super. Die spielt auf jeden Fall später auch noch eine Rolle. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann sagst, ich arbeite in der zentralen Stelle für die Einwanderung der Fachkräfte? Das, also der wenn, Punkt ist... Wenn du dir vorstellst, ist es schon eine Minute vorbei. Also ich weiß nicht. Also dieses beschleunigte Verfahren für die Einwanderung von Fachkräften sollten wir vielleicht mal erstmal erläutern, was ist das überhaupt? Also ich weiß nicht, ob du es weißt oder unsere Zuschauer und Zuhörer es wissen, ja. Man kann in Deutschland ein Arbeitsvisum bekommen. Ja, das ist relativ offensichtlich. Das geht ja, glaube ich, fast überall, oder? Ja, in den USA kann man eine Green Card bekommen oder du kannst, sag ich mal, mit genügend ausreichend Geld kannst du dann auch eine Arbeitserlaubnis bekommen. Also sowas geht auch, wenn du Arbeitsplätze schaffst und so. Ah. Aber in manchen Ländern geht es nicht so einfach. In Deutschland geht es auch nicht so einfach, denn es ist immer an Bedingungen geknüpft. Also zum Beispiel in Deutschland ist es möglich, ein Arbeitsvisa zu bekommen, wenn du eine Ausbildung machst in einem Beruf, der einen Fachkräftebedarf hat. Ja. Inzwischen zählen da fast alle Berufsgruppen dazu. Also du kannst für fast alles praktisch eine Ausbildung machen und dafür aus dem Ausland kommen. Du musst dafür aber Bedingungen erfüllen. Also du brauchst zum einen genügend Einkommen. Also Nettoeinkommen. Also du musst. Ja. Also sagen wir mal so: Wenn du jetzt ein Arbeitsvisa hast, ist das jetzt was anderes, als wenn du über ein Asylverfahren nach Deutschland kommst. Ja. Weil bei dem Asylverfahren hast du ja praktisch Anspruch auf Bürgergeld. Weiß ich nicht, tatsächlich. Ja, also bei dem Asylverfahren hast du Anspruch auf Bürgergeld. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, aber oder auf Hartz IV. Bei dem Arbeitsvisa hast du das nicht. Okay. Also deswegen musst du da auch ab dem ersten Tag deiner Beschäftigung über dem, ich sage jetzt mal, Mindestsatz sein, um praktisch dich selber versorgen zu sein. Also das sind, glaube ich, lass mich jetzt nicht, also dass ich jetzt nicht lüge, aber das müssen um die 900 Euro netto sein. Okay, also du musst vom ersten Tag deiner Ausbildung schon über 900 Euro netto verdienen, um deinen Lebens, ich sag jetzt mal, um dein Leben selbst bestreiten zu können. Okay, verstehe. Okay? Ja. Das ist das Erste, dann brauchst du halt den Ausbildungsvertrag, der da praktisch darauf läuft. Ja.
Und was ist, wenn jetzt irgendwelche Tarifverträge sagen, du verdienst nicht so viel? Dann kannst du, dann wird es nicht bewilligt. Ah, okay. Also ich hatte jetzt den Fall zum Beispiel, jetzt, ich weiß jetzt nicht, warum die sich quergestellt haben, aber ich habe jetzt, also sagen wir mal so, ich habe jetzt im letzten Jahr, innerhalb des letzten Jahres, habe ich jetzt seit 5, 6 neue Azubis gefunden. Eigentlich 7, weil die eine hat leider nicht gepasst, die musste jetzt nach der Probezeit wieder gehen, aber ich habe 7 neue Azubis gefunden. Ja, also Metzger und Fachverkäufer quasi, beides. Genau, Metzger und Fachverkäuferinnen. Verkäufer, Verkäuferinnen und die kommen aus, also 2 aus Vietnam, ja. 3 aus Simbabwe, also aus Harare, um genau zu sagen. Die kommen alle von dort, also aus Afrika. Einer aus Marokko und ich hatte auch eine aus dem Irak. Allerdings habe ich mich dazu entschlossen, die jetzt nach der Probezeit nicht zu übernehmen. Also und da habe ich das Ausbildungsbildnis beendet. Ich will jetzt hier nicht in Klischees denken, aber ist es nicht auch aus muslimischen Ländern sowieso schwierig? Weil wir verarbeiten doch Schwein und geht das dann überhaupt für die? Ich weiß also das gar geht, nicht. Die fassen es an. Also das ist jetzt grundsätzlich jetzt nicht das Problem. Ah, okay. Allerdings war sie Veganerin. Ja, das ist auch das Erste, was mir einfällt, wenn ich vegan bin. Ich arbeite für eine Metzgerei. Ja, bei ihr war es jetzt ja eher so, dass sie schon in Deutschland war. Also alle anderen Azubis, die sind extra mit aus dem Ausland direkt hier eingereist. Ja, okay. Bis auf die eine Auszubildende, die war schon hier, die hat hier ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ah, das wäre cool. Das hat sie jetzt dann beendet gehabt und jetzt hat sie dann einfach was Neues gesucht und jetzt habe ich ihr eben die Ausbildung ermöglicht. Mhm. Und die ist jetzt seit 1. August bei mir. Aber alle anderen sind praktisch extra aus dem Ausland gekommen. Außer die Irakerin, die war auch schon hier. Da war ein bisschen komisch mit ihrem alten Chef, der ist mal weg. Also sie ist auch extra aus dem Ausland gekommen, um ein Ausbildungsverhältnis hier zu beginnen. Ja. Aber das hat nicht funktioniert. Also gleich von Anfang an nicht. Also da waren einfach diese, sag ich jetzt mal, Bedingungen, die da gegeben waren, ein wenig komisch. Ich verstehe sowieso nicht, wie man als Veganer in der Metzgerei arbeiten kann. Das ergibt keinen Sinn für mich. Ja, sie hat mir das vorhin gesagt. Ich habe es dann mal 3 Monate mit ihr probiert. Ja. Nee, es geht jetzt gar nicht darum, dass das jetzt ein Kündigungsgrund oder sowas wäre. Ich frage mich nur, wenn du so eine idealistische Vorstellung vom Veganismus hast, wieso fragst du in der Metzgerei an? Nee, sie hat gesagt, sie verträgt einfach kein Fleisch. Ich habe ihr das auch geglaubt zum Schluss. Also es war nichts mit idealistisch, sondern sie hat es einfach nicht essen können. Also ich glaube ihr das jetzt einfach mal, ich lasse das jetzt mal so hingestellt. Ja, aber dann hast du immer noch das Problem, wenn sich ein Kunde fragt, wonach schmeckt das? Das ist jetzt genau der Punkt. Also das war jetzt für mich einfach das, wo ich gesagt habe, die war fleißig, die war zuverlässig. Da kann ich gar nichts sagen. Aber, wie schon gesagt, für mich war einfach wichtig, also das ist bei mir, bei den ganzen Fachkräften jetzt ehrlich gesagt wichtig, dass ich mir damit Fachkräfte für die Zukunft heranziehe. Ja, klar. Und das, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das sehe ich bei ihr einfach nicht. Ich sehe sie nicht langfristig in der Metzgerei. Ich denke, sie hat wahrscheinlich, dadurch, dass sie sehr intelligent war, ja. Gehe ich davon aus, dass sie auch die Prüfung geschafft hätte. Das hätte ich ihr alles beigebracht. Aber ich sehe sie einfach nicht als herausragende Fachkraft. Also meine erste zum Beispiel, die Devin, die hat... Und also wenn die so weitermacht, ich sag das immer, ich rufe das immer noch aus, aber ich bringe die zum Bundesleistungswettbewerb in 3 Jahren. Also wenn die nach 3 Jahren ihre Ausbildung fertig macht, bringe ich die dahin, dass sie so gut ist, dass sie... Wenn sie bleibt halt, ne? Wie meinst du, wenn sie bleibt? Ja, die muss doch, also wenn sie ja nach der Ausbildung wieder geht, dann wäre das ja nichts dann. Ja, also das ist jetzt natürlich auch so ein Punkt. Ich arbeite natürlich darauf hin, dass die ganzen Azubis, die ich jetzt da habe, danach dann meinem Unternehmen auch treu bleiben. Also ich will die schon, jetzt sage ich mal, branden. Nicht nur auf Deutschland branden, sondern eigentlich auf Freiberger branden, sage ich jetzt einfach mal. Das ist mir ehrlich gesagt schon wichtig, dass die... Deutschland-Flaggen-Tattoo einfach drauf. Ja, also so ein, aber nee, ich meine jetzt nicht so ein Branding, so ein Brandstempel so richtig reindrücken, dann so ins Genick dann hinten rein. Oh, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, mal ganz kurz off-topic. Bei der nächsten Meisterschaft, wo wir dabei sind, brauchen wir Deutschlandflagge mit so einem Freiberger Logo drauf. Das wäre der Hammer, oder? Jetzt mal ehrlich.
Ja, das können wir ja machen. Das ist halt so wirklich der Hammer, oder? Also damit wir es einfach, damit wir es, weil wir es können. Ne? Ja, weil wir es können. Das ist aber geil. Okay, zurück zum Thema. Also, wie schon gesagt, weil der Punkt ist ja der, in den nächsten 10 Jahren gehen ja enorm viele, ich sage jetzt einmal, Arbeitskräfte, auch bei uns noch, in den Ruhestand einfach. Ja, das wird einfach passieren. Ja, das wird eine Katastrophe, wird das. Ja, das wird wirklich, also das wird richtig krass. Und es wird immer schwerer, junge, motivierte Menschen zu finden. Auch so ein Problem der Gen Z, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Hm. Ich denke, die sind nicht alle das, also ich, wie schon gesagt, ich habe ja jetzt erst wieder 2 richtig gute wieder auch gewinnen können. Ja. Aber der Punkt ist der, es wird halt einfach nicht mehr und ich möchte aber grundsätzlich mein Unternehmen für die nächsten 10 Jahre auf sichere Beine stellen und da wird es wahrscheinlich gar nicht anders gehen als über Zuwanderung. Dass wir jetzt da keine schlechte Zuwanderung wollen, ja, also wie wir es jetzt zur Zeit bekommen, wo wir einfach irgendwelche Leute in die Sozialsysteme einwandern wollen. Also einwandern, da müssen wir einfach dagegen arbeiten. Deswegen habe ich es jetzt eben so versucht und ich muss ganz ehrlich sagen, die Erfahrungen waren durchweg positiv. Also ich habe ja jetzt die Afrikanerinnen, die sind praktisch jetzt gekommen, weil ich irgendwann mal so in einen Chat reingekommen bin. Also von denen aus, die haben in mich irgendwie. Chat? Ja, ich bin irgendwo von denen in halt so eine Chat-Community vorgeschlagen worden. Ah, okay. Und ach so, ganz random einfach so rein. Ja, irgendwie bin ich da reingerutscht. ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wieso das passiert ist. Vielleicht ist das passiert, weil ich im Butcher Wolfpack bin. Ich kann es dir nicht sagen, aber inzwischen habe ich in Harare, gibt es anscheinend irgendwie so ein, das ist so ein Epizentrum der Sprachschulen oder so. Aha. Inzwischen habe ich zu 3 Sprachschulen direkte Kontakte. Also da schreibt mich jede Woche der Direktor an und sagt, wenn ich was brauche, irgendjemanden, irgendwie was, dann soll ich ihm das Profil schicken, was ich brauche. Und er hat so viele Schüler. Das klingt nach Menschenhandel einfach. Nein, da geht es nicht um Menschenhandel, aber du musst es so sehen. Menschenhandel. Das klingt einfach so. Ja. Du musst es so sehen. Diejenigen, die praktisch zur Sprachschule gehen, die geben ja dafür auch sehr viel Geld aus. Ja, ja, klar. Also, und Deutsch, wie wir alle wissen, ist ja leider nicht die einfachste Sprache. Nee, echt nicht. Und anscheinend gibt es jetzt, sag ich jetzt mal, in Großbritannien oder so, wo die vorher alle hin sind, weil man muss ja auch wissen, in Harare ist ja praktisch die, wie sagt man jetzt da wieder, die offizielle Sprache, ne, wie heißt das, die... Die Landsprache, Amtssprache. Die genau, die Amtssprache, ist ja Englisch. Also die können alles sehr gut Englisch. Ah. Aber anscheinend, in den englischsprachigen Ländern gibt es da keine, wie soll ich sagen, so großen Möglichkeiten oder ist nicht so interessant. Deswegen verkaufen jetzt gerade die Sprachschulen Deutschland als tolle Möglichkeit praktisch, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ja. Die Auszubildenden, die da kommen, die sind meistens irgendwie so zwischen 19 und 25 Jahren. Der eine ist sogar schon 37. Und die lassen alles hinter sich. Ja, klar, die fangen hier komplett neu an. Also das ist, also nochmal, das ist, die lassen alles hinter sich. Das ist eine total krasse Leistung von denen, dass sie praktisch... In jungen Jahren noch, ne? Ja, in jungen Jahren. Die sind ja unter 20 oft, ne, oder? Also die gehen praktisch komplett ins Unbekannte. Du musst es jetzt so sehen, jetzt, also bei meiner ersten Auszubildenden bei der Defin, die kommt jetzt ins 2. Lehrjahr, die ist jetzt ein Jahr bei mir. Wie schon gesagt, ich kann von ihr eigentlich nur in höchsten Tönen sprechen. Die lernt die Sprache fleißig, die bedient mit, die setzt die Sachen um, die mir ihr zeigt. Also die kann das auch gleich übernehmen. Also du zeigst dir Sachen und das kann die machen. Die kann transferieren, die kann sagen, okay, wenn ich das jetzt gemacht habe, das ist also... Ja. Die Auszubildenden, die ich jetzt da bekommen habe, dieses Material, ich kann es nur noch mal sagen, das ist das, was ich eigentlich gerne ausbilden möchte. Das ist meiner Meinung nach die Zukunft des Handwerks. Es sind teilweise sogar Kräfte, wenn die jetzt, die brauchen jetzt vielleicht ein bisschen länger, bis sie die Sprache haben, aber die haben das Zeug dazu, zu Führungskräften heranzuwachsen. Ja, also da interessiert mich jetzt Folgendes. Finanzierst du dann auch die Sprachkurse? Also die bekommen Sprachkurse von mir. Okay, aber die musst du selber bezahlen, ohne Förderung oder wie ist das dann? Ja, das musst du alles selber übernehmen. Also also Förderung gibt es in der Hinsicht überhaupt keine vom Staat. Gar keine? Also das Einzige, was gefördert wird, ist praktisch
eine Unterstützung in diesem Verfahren. Also die Afrikanerinnen, die habe ich ja praktisch, da habe ich immer die Anträge selber gestellt. Also das habe ich komplett alles selber gemanagt. Das ist auch gar nicht so viel Aufwand. Also wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, was das eigentlich ist. Also dieses beschleunigte Fachkräfteeinwanderungsgesetz sagt eigentlich nur aus, dass nicht die Botschaft vor Ort praktisch die Genehmigung dieser Arbeit, also dieses Arbeitsvisa ausstellt, sondern dass die deutsche Botschaft, also die Stelle hier, alles prüft, alles praktisch komplett fertig macht, genehmigt und dann praktisch an die Botschaft eine Nachricht gibt. Also hier, da ist der Vertrag in Ordnung, da ist alles passt. Das Arbeitsvisa könnt ihr so genehmigen. Ja. Und dann muss praktisch die Auszubildende oder die potenzielle Auszubildende, die hierher kommen will, nur noch einen Termin in der Botschaft. Den kriegt sie auch innerhalb kürzester Zeit. Also du hast, dass du dir vorstellen kannst. Also normalerweise, wenn du jetzt da hingehst und sagst, du willst jetzt ein Arbeitsvisa und hast einen Arbeitsvertrag in der Tasche, hast du Wartezeiten von 1 bis 5 Jahren oder gar nicht. Ja, ja, ja. Also bis du überhaupt den ersten Termin bekommst. Und dann nach dem Termin heißt es auch noch überhaupt nicht, dass du dann gleich deine Genehmigung bekommst, sondern da kann es dann noch einmal Monate oder Jahre dauern, bis es dann genehmigt worden ist. Also komplett lächerlich. Und bei diesem beschleunigten Verfahren ist es dann wirklich so, dass du, wenn du rechtzeitig vorher dran bist, also du musst so 3 bis 4 Monate ungefähr vor dem Ausbildungsbeginn praktisch dran sein. Und wenn du das geschafft hast, dann schaffen das die Botschaften dann in dem Land oder in der Stadt, wo sie halt einfach sind, dann auch abzuarbeiten. Das heißt, also das letzte Mal, also beim zweiten Mal hat es bei mir jetzt dann nur noch 8 Wochen eigentlich gedauert, weil ich schon gewusst habe, wie es läuft und dass ich halt dann ein wenig Druck machen muss, dass die den Termin da bekommen und sowas. Aber da hilft dir diese zentrale Stelle für, was war's? Einwanderung für von Fachkräften. Ja, genau. Da helfen die dir voll super. Also das ist auch wirklich eine Behörde, die dir, also habe ich selten erlebt. Also das wirklich, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das keiner macht. Also weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, du hast ja recherchiert, du hast ja gar nichts gefunden eigentlich, dass das überhaupt jemand macht. Ja, da kann ich dann später noch was dazu sagen, aber bring jetzt mal deinen Punkt zu Ende. Also, aber diese Stelle unterstützt dich wirklich super und das ist auch wirklich nicht kompliziert. Man muss halt einfach sagen, es gibt halt dann auch wieder Vor- und Nachteile. Also mir fallen eigentlich keine Nachteile ein im großen Sinne, außer dass du halt dich mehr kümmern musst. Also du musst dich schon, die haben eine andere Kultur, die können die Sprache noch nicht so gut, die brauchen eine Unterkunft. Das sind eigentlich so diese Dinge, die hauptsächlichen Dinge, um die du dich am Anfang kümmern musst. Was ich jetzt aber da trotzdem nicht ganz verstanden habe. Also das Verfahren dauert normalerweise viel länger und deswegen hat man ein beschleunigtes Verfahren quasi erfunden oder kreiert. Das ist einfach ein Gesetz. Einfach um diesen Fachkräfte, also ich kann dir nicht sagen, welche Partei das auf den Weg gebracht hat. Ich weiß nur, dass das irgendwie da war auf jeden Fall. Und das ist halt noch nicht so lang da. Ich frage mich halt, wieso arbeiten die nicht einfach schneller? Dann bräuchte man nicht ein zusätzliches Verfahren, um das Ganze noch komplizierter zu machen. Also ich weiß nicht, aber für mich klingt das doch total bescheuert. Also ja, es dauert einfach zu lang. Also machen wir einfach ein neues Verfahren, wo es schneller geht, anstatt das alte, dann kannst du das alte doch wegschmeißen, weil dann brauchst du es ja gar nicht mehr. Ja, weißt du, also, ich glaube halt bei dem Arbeitsvisa, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich gehe davon aus, vielleicht wissen das ja auch unsere Zuhörer besser. Und Zuschauer natürlich. Ja, genau, und Zuschauer. Mhm. Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Oder was weiß ich, was noch gibt, diese oder fliegende Kampfhelikopter. Jedenfalls, ja. Nein, also ich glaube, wenn du ein Arbeitsvisa hast, hast du noch keine konkrete Beschäftigung. Ach, und das so, ist der große Unterschied, verstehst du? Und das, glaube ich, ist gar nicht gewollt, dass jemand da reinkommt, ohne die konkrete Beschäftigung, also das Beschäftigungsverhältnis bereits zu haben. Es ist nämlich warum durchaus nicht dann einfach direkt ändern und sagen, du darfst nur kommen, wenn du ein Beschäftigungsverhältnis hast? Weil ich meine, vorher macht es doch sowieso überhaupt keinen Sinn, irgendwo hinzugehen. Ich meine, ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das ja vorher jetzt halt auch schon, also vor Jahren, habe ich ja das teilweise schon mit Jugoslawien probiert, also ehemaliges Jugoslawien. Und da hast du eigentlich grundsätzlich fast keine Chance, dass du da Mitarbeiter, also da gibt es Regionen, da können die teilweise sehr gut Deutsch sogar sprechen. Ja. Ich habe mich da teilweise auch schon Video gechattet mit manchen, aber die haben einfach, die wollen halt gleich ins Arbeitsverhältnis, die haben da unten teilweise auch schon als Metzger gearbeitet. Ja.
aber du schaffst es nicht, die hierher zu bekommen, weil die bekommen halt keinen anerkannten Status dann als Facharbeiter. Ja, das ist... Und wenn du den dann schon mal nicht hast, dann hast du grundsätzlich überhaupt keine Chance, dass die hierher kommen. Da habe ich was gelesen, erst kürzlich, oh Gott, da habe ich jetzt aber keine Quelle parat, aber ich glaube, momentan laufen so an die, ich glaube, 1 Million Anerkennungsverfahren oder sowas, tatsächlich, weil viele ihren Abschluss von einem anderen Land hier anerkennen wollen, aber das funktioniert, also ist gar nicht so einfach, habe ich gesehen. Also wie du gesagt hast, gibt es relativ große Hürden Das ist halt einfach ein Problem. Deswegen sehe ich jetzt halt da die Ausbildung auch als riesige Chance für Handwerksbetriebe. Ich sehe da jetzt halt nicht nur... Und der Pflege natürlich auch. Ja, ne? Und der Pflege. Das ist auch noch wichtig. Ich sehe da jetzt hier, und vor allem der Punkt ist der, man muss jetzt anfangen. Ich meine, wenn ihr jetzt nicht anfangt, in 10 Jahren braucht ihr nicht mehr anfangen auszubilden, weil da ist der Fachkräftemangel dann einfach da und dann ist da niemand mehr da zum Ausbilden. Das muss man sich halt einfach mal klar machen. Es ist niemand mehr da, der ausbilden kann in 10 Jahren, weil alle im Ruhestand sind. Also von daher ist das jetzt genau der richtige, was heißt genau der richtige Zeitpunkt? Wir sind eigentlich jetzt auch schon zu spät, aber es ist auf jeden Fall jetzt noch eine Möglichkeit, dagegen zu wirken und dagegen zu halten. Also ich weiß... Wir arbeiten ja bei den Vietnamesen mit, also das ist eine Sprachschule direkt, also die ist praktisch, die hat eine Zweigstelle hier und eine Zweigstelle praktisch in Vietnam. Aber warte mal ganz kurz. Die nehmen ja auch am Berufsschulunterricht teil, vielleicht können wir da mal ganz kurz was zwischenhaken. Mhm. Aber die können ja noch nicht richtig Deutsch, wie läuft denn das dann eigentlich? Ja, also die Berufsschullehrer, die haben jetzt auch schon ein bisschen... ich will nicht sagen gejammert, aber schon ein wenig so gebrubbelt, weil wir machen jetzt teilweise, also jetzt hier zum Beispiel eine 2. Klasse auf, aber die ist halt hauptsächlich dadurch beflügelt, dass jetzt mehrere Betriebe hier auch in der Region, also vor allem in Bayern ist das ja praktisch jetzt groß gepusht worden, viele Vietnamesen hat. Also das war auch ein cooler Kollege von mir. Hat mir erzählt, er hat seinen Azubi abgeholt. Ja. Und 1 oder 2 Wochen später hat ihn dann mal zur Schule gebracht. Und ist dann so rein in die Klasse. Und da waren 20 Schüler. Und von den 20 Schülern waren 18 Vietnamesen. Ja, gut. Also bloß, dass du Bescheid weißt, wie das jetzt gezogen hat, jetzt im Metzgerhandwerk in Bayern. Der Vorteil ist, also was halt auch so krass zieht, warum das Metzgerhandwerk so krass zieht, ist, dass wir inzwischen... so krasse Ausbildungsvergütungen haben, Metzgerhandwerk Bayern. Also wir haben ja da weiß ich nichts von. 1100, 1250 und ich glaube 1400 sogar in den ersten, zweiten und dritten Lehrjahr in Bayern als tariflich vereinbart. Bei mir bekommen die ja durchaus noch mehr. Die bekommen ja Deutschlandticket, Kost, vergünstigten Wohnraum. Solche Sachen bekommen die halt alles dann noch obendrauf. Also, ja, krass. Es ist schon so, dass ich da drauf setze und es natürlich für die auch sehr interessant ist. Also ich habe jetzt gesehen, aktuell zum Beispiel die Bäcker sind bei 894 Euro im ersten Lehrjahr. Und über 200 Euro Unterschied ist schon eine gewaltige Nummer, die halt dann im Ausland auch dahin zieht. Ich habe jetzt aber zum Beispiel unseren Partnerbäcker, die Bäckerei Mateika, die haben auch gesagt, ja... Werbung und so. Ja, wir verkaufen ja die Sachen, nur zur Info. Ach, wir verkaufen, stimmt. Unser Partnerbäcker. Ja. Also hast du vorhin selber noch Werbung und so, wir verkaufen ja die Brot und Backwaren. Weißt du, da müssen wir nochmal ganz kurz auf Topic gehen. Ich wollte eigentlich ursprünglich, bevor wir die Folge anfangen, einfach direkt Dauerwerbesendung sagen, weil mich das mittlerweile so aufregt, dass was ich alles immer als Werbung deklarieren muss. Weil theoretisch, das ist mir letztens aufgefallen, ich habe hier einen Apple-Laptop stehen. Wir verkaufen keine Apple-Laptops. Nee. Also muss ich das auch als Werbung betiteln. Kleb's halt einfach zu, den Apfel. Ja. Das könnte ich machen. Oder mach's einfach weiter auf. Nee, ist egal. Aber dann ziehen wir noch diese Mikrofone und was. Es ist eine absolute Katastrophe. Ja, aber weißt, ich freue mich jetzt halt einfach da drauf, weil die hatten jetzt eben auch die Möglichkeit, die haben eine kleine Wohnung, die haben einfach auch Bedarf und die wollen halt einfach auch ausbilden. Die haben eigentlich, ich sag dir ganz ehrlich, das war auch ein Betrieb, der gesagt hat, ich lasse es mit der Ausbildung. Die Pfeifen, die da kommen, die brauche ich nicht. Solche Schwurbler, solche Pfeifen, das lohnt sich einfach nicht. Da ärgere ich mich nur mehr rum, als dass ich denen was beibringe.
Und dann haben die das eben mitbekommen, dass wir das mit Vietnam gemacht haben. Ich habe ihnen gesagt, wenn du da dein normales Ausbildungsgehalt ansetzt, wird es erstens nicht genehmigt werden. Also ja. Und zweitens wirst du niemanden finden, weil du bist natürlich in Konkurrenz, auch automatisch. Also du musst es dir so vorstellen, du schreibst dir da praktisch eine Stelle aus. Ja. Und bei der Stelle steht dann, du verdienst das und das und das. Ja. Und das Erste, worüber die erstmal gehen, ist natürlich die Ausbildungsvergütung. Ja, klar. Oder halt, wenn sie sagen, okay, den Betrieb kenne ich jetzt, boah, der hat voll krass Social Media und so, dann können die sich halt davon ein Bild machen. Das ist natürlich auch positiv. Ja. Also die Außendarstellung deines Betriebs, deine Homepage, das macht natürlich auch alles was aus, wie du deinen Eindruck auf die ausländischen Azubis, auf die potenziellen machen kannst. Also wenn du nicht auffindbar bist sozusagen, ja, dann wird sich wahrscheinlich eher keiner trauen, weil man muss halt immer dran denken, wie sollen die dich kennenlernen? Die müssen dich ja irgendwie fassen können, die wissen ja nicht, was für eine Kultur hier herrscht, die wissen ja gar nichts. Und wenn die dich nicht fassen können von mehreren tausend Kilometern entfernt, dann werden sie sich nicht bei dir bewerben. Ja, richtig. Und ich hatte halt relativ in kurzer Zeit praktisch die Bewerbung in der 2. Mhm. Und die sind, also da hat es zum Beispiel dann die Agentur komplett übernommen. Also diese Abwicklung von dem Fachkräfteverfahren und sowas. Bei dem einen, der hat dann, keine Ahnung, der 37-Jährige, den wollten sie auch erst nicht loslassen. Der hat ja sogar 2 Kinder und seine Frau zurückgelassen. Die will er natürlich nach der Ausbildung hierher holen. Also der ist auch total fleißig und komplett motiviert und sowas. Also ich kann von allen, die da sind, wirklich nur Gutes sagen. Also ja, doch mal, die sind wirklich super. Das ist wirklich, also ich freue mich ehrlich gesagt schon jeden Tag mit denen zusammenzuarbeiten, weil es einfach geil ist. Das ist, auch die Vietnamesen, die kommen in der Früh und lachen dich halt einfach an. Ich mag das einfach, wenn sich jemand freut, der in die Arbeit kommt. Versteht ihr? Das ist heutzutage leider nicht mehr üblich. Und das ist was, wo ich halt einfach, also ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit komme, auch wenn ich so viel arbeite, aber ich mag es einfach. Ich habe mich dazu entschieden, in die Arbeit zu gehen. Ja? Aber manche kämpfen da anscheinend. Also ich kann von mir aus sagen, ich komme immer zu richtigen Augenringen in der Schnauzfahne und sage, ich habe keinen Bock, dich zu sich, ich gehe jetzt wieder heim. Ja, genau. Also wenn das so wäre, ne, dann wärst du schon lange nicht mehr bei mir. Aber deswegen glaube ich, dass die Zuschauer bestimmt auch nicht. Ich habe mir letztens gedacht, was ist, wenn ich dich immer mal anrufe in der Früh und sage, ich komme später, ich bin zu müde, ich will noch schlafen. Ah, warte mal kurz, ich hab mal ein kleines Beispiel. Warte kurz. Ich zeig's dir gleich. Warte kurz. Das ist ein Beispiel für mich. Ja, ich lese dir kurz vor. Wir sagen ja nicht von wem, aber ich lese es dir kurz vor, von wem es ist. Okay, okay. Aber ich dachte mir so, wäre das nicht mega witzig, wenn jemand sagt, ich komme nicht? Ja. Warte mal kurz. Ich warte. Ah ja, ich finde es gleich. Unsere Zuschauer warten. Hey Dirk, mir ist die ganze Zeit mega schwindelig und mir wird dauernd schwarz vor Augen. Und mega schlecht ist mir auch. Hab schon kalt geduscht und Wasser getrunken. Aber wird nicht besser. Kann Fei keine 3 Meter laufen, ohne mich zu halten. Ist gerade echt schlimm. Bin auch mega zittrig. Ich lege mich wieder ins Bett. Da freue ich mich jeden Morgen, wenn ich sowas bekomme. Jetzt finde ich total cool. Ja, ach, das finde ich so gut, dass den Leuten schlecht geht. Okay. Ja, ich finde es total cool, dass meinen Leuten schlecht geht, aber spam mich halt einfach nicht so zu. Schreib mir halt einfach, ich kann heute nicht. Hab Wichtigeres zu tun. Ach, so einfach geht das? Ich habe Wichtigeres zu tun? Ja, natürlich. Das ist die Tür für mich geöffnet, Dirk. Ja, mach das einfach. Ist kein Problem. Kannst du mal ausprobieren, was dann passiert. Nee. Also, wie schon gesagt, die kommen in der Früh und sind halt einfach gut drauf und freuen sich halt einfach. Und ich bin halt auch keiner, der das irgendwie ausnutzen möchte. Und auch an alle, die ich das empfehle und vermittle, ja, weiß ich auch, dass das nicht funktioniert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon mitbekommen, da hat einer 3 Auszubildende geholt, das war auch Vietnamesen, und die waren dann plötzlich weg. Die waren weg? Ja. Wie und weg? Er hat gesagt, was will ich mit solche? Sind die da? Waren weg? Und, ja, die sind halt dann alle gesammelt gegangen halt in einen anderen Betrieb. Einfach so? Ja, nicht einfach so. Die mussten halt dort 16, 17 Stunden am Tag halt einfach arbeiten und haben es halt nicht ausbezahlt bekommen. Ja. Wie lange waren die dann da? Ja, 2 Monate. Digga, beim ersten Tag wäre ich schon, ne? Ja. Zack, weg.
daran siehst du ja auch, dass die eine krasse, wie soll ich sagen, krasses Durchhaltevermögen auch haben. Ja. Das gehört ja grundsätzlich dazu, also, dass wir uns das richtig verstehen, es gehört bestimmt nicht dazu, 16, 17 Stunden am Tag zu arbeiten. Das ist überhaupt nicht mein Ziel und das ist auch überhaupt nicht. Ja. Aber es gibt halt Tage, da musst du halt einfach mal 10 Stunden ran. Ja. Das ist einfach so. Da musst du halt einfach mal durchziehen. Da kannst du jetzt sagen, ja, okay, also, ja, Entschuldigung, wenn wir jetzt heute 500 Bratwurst machen müssen, dann wäre ich heute Mittag aber dann mit der Arbeit fertig. Dann müssen wir leider auf den nächsten Tag verschieben, weil... Legen wir es auf morgen, Chef. Ja, legen wir es auf morgen. Also der Kunde muss leider morgen kommen, weil wenn er heute die frischen Bratwurst wird, er kann heute leider nur 250 abholen. Weil das versteht der Kunde bestimmt auch. Ja, natürlich. Das sagt er einfach mal deinen Kunden und dann sagt er, ja, ist kein Problem, das machen wir morgen dann. Ich hole die andere Hälfte morgen, passt schon. Oder du kannst es auch so sagen... Also wissen Sie was, wir machen jetzt Ihre Bestellung auf Raten, das ist kein Problem. Das heißt, wir bezahlen die Bratwürste in Raten an Sie, okay? Sie zahlen einfach mal den ganzen Betrag und wir machen dann immer nach und nach, wenn wir dann dazukommen sollten, wenn unser Zeitkontingent es hergibt, dann bekommen Sie von uns die restlichen Bratwürste, kein Problem. Klingt wundervoll. Ach, Sie haben die Grillfeier am Samstag, ist kein Problem. Am Montag haben wir spätestens fertig, Ihre Bratwürste. Das klingt super, ich würde mich sofort darauf einlassen. Ja, würde ich auch sofort machen. Also das ist, sind ja nur Lebensmittel. Oder das ist ja nichts, was man sich einfach aufs Lager legen kann und dann sagen kann, okay, jetzt hier raus damit. Ne? Also ich lege die einfach immer in den Schrank. Ach so, ja. Kann man ja einen Kühlschrank, kann man es ja legen, aber wenn du es jetzt in den Kleiderschrank legst, glaube ich, wäre es jetzt nicht so gut. Aber mein Kühlschrank hat einen integrierten Kleiderschrank. Ich habe es gern kühl. Ah, geil. Ich stelle mir gerade deine Wohnung vor. Wahrscheinlich ist deine ganze Wohnung der Kühlschrank. Profi-Tipp, Unterhosen ins Gefrierfach legen. Kann man sie mehrmals anziehen. Wenn sie dann irgendwann stehen, dann muss man sie langsam mal dann in die Waschmaschine tun. Ja gut, also wie schon gesagt, nochmal zu dem beschleunigten Fachkräfteverfahren. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht fertig gemacht, was das ist. Ja, wir haben das mit der Sprache auch noch nicht so ganz ausgetüftelt. Also, stimmt, du hast ja noch eine andere Voraussetzung. Du musst mindestens ein B1 Zertifikat, also ein Goethe-Zertifikat der Sprache B1 vorweisen. Mit diesem B1-Zertifikat, das hat den Sinn, giltst du als belehrungsfähig. Also das heißt, wenn man zu dir sagt, lauf rechts, dann weißt du, dass du rechts laufen musst. Das kannst du verstehen. Ja. Also in dem A-Niveau, sage ich jetzt einmal, da kannst du ja praktisch nur rudimentär die Sprache erfassen und vielleicht fragen nach dem Weg oder wie ist das Wetter oder was auch immer. Ja. Bei B-Niveau kannst du schon, sage ich mal, genau Standortbeschreibungen, Richtungen und sowas verstehen. Also das ist grundsätzlich wichtig. Also das heißt, wenn du ihm sagst, also heb mal das bitte unter dem Tisch auf, dann klettert er nicht auf den Tisch oder läuft in den nächsten Raum oder so, sondern... Also ab diesem Zeitpunkt giltst du praktisch als Belehrung oder lehrfähig oder lernfähig, sage ich jetzt einfach mal. Und was für ein Sprachniveau ist es, wenn ich jetzt zu Devin hingehe und sage, ich will LKW mit ABS? Also wenn du das sagst zu ihr, dann bist du eigentlich schon kurz vor C. Kommt halt darauf an, wie du sagst. Nur mal, LKW ABC. Ja, wenn du das dann sagst, dann bist du dann auf jeden Fall schon über die C hinaus, da geht es dann schon Richtung... Ja, oder vielleicht bringt man es denen bei, wenn die Leute mit LKW und ABS kommen, dann... Wobei ich sagen muss, also die Devin versteht schon extrem viel. Also die fragt mich eigentlich gar nicht mehr, was jetzt der Kunde gesagt hat. Also verstehen tut sie extrem gut. Mhm. Sie weiß halt nur teilweise nicht, was es ist. Also wenn jetzt da, keine Ahnung, jemand kommt und sagt... Schweinshaxen, bitte! Nein, Schweinshaxe ist schon wieder das ist gar kein Problem für die Devin. Echt? Das nee. Wenn sie irgendwie, ich hätte keinen Flap Meat oder so, irgendwie so ein krasses Steak oder so. Ach, das ist Schwierigkeit, okay. Ja, irgendwie so, irgend so ein krasses Steak, wenn sie halt dann, da fragt sie mich dann eher, weil da ist sie halt noch nicht ganz so drin im Game, aber das kommt schon noch. Ah. Also, wie schon gesagt, vom apropos Verstehen, krasses super. Steak, wurde mittlerweile The Dirk angelegt? The Dirk, nein. Ah, gut. Okay. Kriegen wir das noch vom Urlaub hin? Ich glaube ja. Ah, super. Vielleicht schaffe ich es morgen. Ah, oh, das wäre wundervoll. Ja, ich warte ja schon einen Monat oder so drauf, dass es. off-topic, okay. Also, wo war man jetzt gerade? Ich wollte jetzt eigentlich noch das Fachkräfteverfahren fertig erzählen. Ja, Devin versteht das, weil wir sind bei der Sprache. Sie versteht es. Das Einzige ist, sie ist eigentlich noch ein bisschen zu schüchtern, um selber zu sprechen. Obwohl sie schon sehr gut spricht.
fehlt dir da einfach noch ein bisschen die Sicherheit. Aber das, wie schon gesagt, sie ist jetzt ein Jahr hier und man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wie sie gekommen ist, hat sie auf dem Papier B1 gehabt. Aber also das kann man, davon kann man ausgehen, dass alle auf dem Papier B1 haben, aber das ist normal, nicht im wirklichen Leben, sage ich jetzt einmal. Vor allem, es ist halt teilweise, muss man es halt so sehen, man kennt ja die Videos teilweise, wie die da unten dann irgendwas aussprechen. Ja. Das ist aber, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern das Problem ist eher, die machen ihren Abschluss und erst dann können sie sich ja praktisch irgendwo bewerben. Und bei der Defin zum Beispiel hat auch die Bewerbungsphase, ich sage jetzt einmal, ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Und dann hat es ja noch einmal 3-4 Monate gedauert, bis sie hergekommen ist. Also war sie im Prinzip schon fast ein Jahr wieder aus der Sprachschule raus. Ja, das ist scheiße dann. Und ja, wenn du halt schon wieder ein Jahr praktisch dann aus der Übung raus bist, dann ist natürlich, da vergisst du auch wieder viel, da vergisst du viel Vokabeln und so. Aber das hat sie ja alles in kurzer Zeit aufgeholt. Ich habe sie ja von Anfang an gleich in Sprachschulen praktisch reingeschickt. Wann finden die eigentlich statt? Zwischen der Arbeitszeit? Nein, die finden nach der Arbeitszeit statt. Nach der Arbeitszeit. Also das macht sie dann schon in ihrer Freizeit. Also das ist schon, ich zahle den Kurs. Hm. Also der kostet mich so zwischen 200 und 400 Euro, je nachdem, ob der online oder präsent ist pro Monat. Hm. Aber sie macht das nach ihrer Arbeitszeit. Okay, und die überschneiden sich auch nicht mit der Schulzeit oder so. Ich weiß gar nicht, wissen es mittlerweile, gibt es Blockunterricht? Müsst ihr zweimal in die Woche? Also im Metzgerhandwerk in Nürnberg, also das ist komplett unterschiedlich. Also von Kammer zu Kammer kann man sagen. Manche Kammern haben Blockunterricht organisiert, manche Kammern, also wir haben zum Beispiel, das ist so organisiert, dass wir einen Tag pro Woche praktisch Unterricht haben. Das ist so bescheuert. Nee, das finde ich nicht bescheuert, das finde ich richtig gut, weil da bist du auch nicht aus diesem betrieblichen Alltag draußen. Ich finde das voll für den Arsch. Nee. Ich habe es gehasst damals in meiner Ausbildung, ich hätte noch besser gefunden. Aber wir haben auch ÜLOs, also das heißt überbetriebliche Fortbildungen, weil normalerweise, um den Stoff reinzubekommen, bräuchtest du 1,5 Tage. Mhm. Also Unterricht. Das machen wir aber praktisch über 4 überbetriebliche Ausbildungen, die praktisch von der Handwerkskammer angelegt werden. Und da ist die Defin dann praktisch eine Woche noch, also eine Woche praktisch ab dem zweiten Lehrjahr pro Halbjahr, ist sie praktisch dann auf so einer überbetrieblichen Ausbildung. Aha, okay. Also so wird praktisch der zusätzliche Stoff, der praktisch nicht in diesem halben Tag pro Woche praktisch gelehrt werden kann, wird praktisch so abgebildet, weil das ja trotzdem die Pflicht der Unterrichtsstätte, das zu machen. Im Betrieb musst du ja praktisch diese, ich sage jetzt einmal, es geht ja da um die Theorie hauptsächlich. Ja. Ne? Also die Theorie muss ja hauptsächlich gelehrt werden. Es gibt auch so ein paar Praxissachen bei den Metzgern zum Beispiel, die in der Praxis nicht mehr gemacht werden, zum Beispiel Aderspritzen und solche Sachen. Mhm. Das wird dann in der ÜLO einfach mal gezeigt, dass man das einfach mal gesehen hat in seinem Leben. Ja, verstehe. Ne? Also darum hat man praktisch dann diese überbetrieblichen Ausbildungen. Mhm. Ne? Ja. Ansonsten muss dann bei dem Fachkräfteverfahren, wenn dann praktisch das genehmigt worden ist von der Stelle hier, also das macht wieder die zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften. Ja. Wenn die das genehmigt haben, leiten die das praktisch dann an die Botschaft dort weiter und die müssen dann einen Termin machen. Und wenn du dann einen Termin hast, muss bei dem Termin praktisch nicht mehr dein Visa genehmigt werden, sondern nur noch die Angaben kontrolliert werden. Also das heißt, du musst da hingehen, sagen, hallo, ich bin jetzt die XY. Und hier ist mein Antrag, der liegt vor, der ist genehmigt. Mhm. Bitte kontrollieren Sie das, dann schauen Sie den Ausweis an und dann stellen die eigentlich innerhalb von, sag ich mal, 2 bis 4 Wochen, stellen die dann gleich das Visa aus. Das ist ein Arbeitsvisa. Es ist auch, in dem Visa ist es auch gekoppelt an die Ausbildungsstelle. Also das heißt, wenn die Ausbildungsstelle verlieren, müssen Sie sich schnell nach einer neuen umschauen, weil wenn Sie keine haben, Richtung Heimat. Wie lange haben Sie da Zeit? Du hast normalerweise so eine Fiktionsbestätigung, also das ist so, musst du dir vorstellen, wie so ein, wie kann ich das beschreiben, ich weiß nicht, wie es rechtlich gelagert ist jetzt, also wenn da jetzt jemand zuhört, der das genau weiß, dann kann er es in die Kommentare schreiben, aber die bekommen so eine Fiktionsbestätigung, die können sie in ihrem Reisepass legen und mit dieser, die gilt ungefähr immer ein Jahr. Ah, okay. Manchmal stellen sie es auch zum Beispiel, also am Anfang bei der Defin haben sie es zum Beispiel erst für die Probezeit ausgestellt, dann musste sie nochmal das machen und dann haben sie es jetzt gleich für die ganze Ausbildung ausgestellt. Also einmal Probezeit und dann nochmal den gleichen Zeitraum quasi? Nein. Also Probezeit sind ja 4 Monate jetzt bei mir. Ja. Und danach haben sie es dann praktisch gleich 3 Jahre ausgestellt.
Ah, okay, okay. Also praktisch dann für die ganze Ausbildung, dass du praktisch nicht da die ganze Zeit nochmal kommen musst. Und nach der Ausbildung, wenn du dann als Facharbeiter arbeitest, bekommst du ja dann einen Aufenthaltstitel. Ja, ja. Ne? Also der bleibt dir ja dann auch. Und das musst du halt dann, ich habe ja zum Beispiel jetzt der Abi, der ist ja bei mir jetzt, den habe ich ja nach seiner Ausbildung als Koch übernommen. Ja. Der ist ja inzwischen jetzt auch schon 8 oder 9 Jahre bei mir. Ja. Der ist ja jetzt seit letztem Jahr deutscher Staatsbürger. Der hat es ja praktisch geschafft. Also er hat jetzt immer erst 1 Jahr seine Aufenthaltstitel bekommen, dann irgendwann waren es dann 3 Jahre und nachdem er das zweite Mal das dritte hatte und dann sein genügend Gehalt verdient hat, hat er praktisch dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können und es wurde dann genehmigt. Das hat auch ewig gedauert. Ich glaube, 9 Monate oder 10 Monate hat es gedauert. Hm. Aber jetzt hat er einen deutschen Pass. Ja, ganz komisch. So, irgendeine Partei wirbt damit, dass der deutsche Pass jemanden, also den Leuten nachgeschmissen wird. Also, aber dass es doch recht aufwendig ist, daran zu kommen, ich ja gar nicht gedacht. Lügt da wohl jemand? Also, wie schon gesagt, ich bin da relativ stolz drauf, dass ich halt solche Mitarbeiter jetzt halt auch im Unternehmen habe und dass das auch Leistungsträger inzwischen sind. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was ich mir auch hoffe, jetzt bei den Auszubildenden, dass ich halt die wirklich, dass ich denen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so einen richtigen Stempel rein. Ja, ich finde es halt trotzdem krass. Also ich muss halt sagen, diese bürokratischen Hürden, das ist schon nicht ohne, ne? Darauf wollte ich eigentlich so gerade hinaus. Ja, aber so hoch sind die jetzt gar nicht. Ich aber du hast ja auch die Unterstützung von diesem Zentrum da gebraucht, weil ich glaube, ohne das wäre es schon auch ein ordentliches Stück Arbeit wieder gewesen. Ja, ne? wo das Zentrum wirklich als allererstes erstmal wichtig ist, da fand ich sie auch sehr hilfreich. Die haben dich halt am Anfang auch unterstützt, immer bei der Ausbildung und bei den nötigen Unterlagen, die du gebraucht hast. Ja, genau. Aber das ging wirklich fix. Also das muss ich wirklich sagen, meine Sachbearbeiterin, also Grüße, falls sie zuhören sollten, hammermäßig. Also wirklich, was die machen, ist wirklich geile Arbeit. Für eine Behörde bin ich so nicht gewohnt. Ich habe davon auch noch nie was gehört. Eine Behörde tut was. Also von daher wirklich super. Und so viel Arbeit ist es nicht. Also im Großen und Ganzen musst du 10 Dinger sammeln. Also sind es 10 Dinger zum Ausfüllen. Und dabei, also nicht, dass du denkst, es ist jetzt so ein riesiger Block, der da ausgefüllt werden muss, sondern das sind halt so Sachen wie Vollmachten, dass du halt den Antrag stellen darfst, okay, etc. Ja, ja. Da musst du halt immer wieder den Namen und das Geburtsdatum eintragen und dann vielleicht noch den Wohnort, dann musst du die Pässe von ihr halt haben, also die Kopien davon, die müssen dabei gelegt werden. Aber da musst du ja dann quasi die Vollmacht musst du dann in das Land schicken und die musst du unterschreiben und musst zurückschicken. Aber alles online. Ah, das geht online. Das geht alles online. Also ich nehme den Ausbildungsvertrag und praktisch diese Vollmacht, unterschreibe die hier, schicke die runter, die druckt die aus, unterschreibt die und schickt sie mir wieder zurück. Also doch nicht online. Nee, alles online. Also per E-Mail. Ach so. Ich schicke sie per E-Mail runter und sie schickt per E-Mail runter. Aber ich dachte, in Deutschland darf man elektronische Unterschrift, zählt da nicht. Also bei dem Verfahren hat es so funktioniert. Ich musste natürlich dann auch, wenn der Vertrag dann hier vorliegt, unterschrieben von beiden Parteien, dann muss ich den natürlich auch eintragen lassen in der Handwerkskammer und mit der Bestätigung gilt dann, okay, der Vertrag ist eingetragen, das ist ein ordentlicher Vertrag und dann passt das alles. Ah, okay. Ja, also das funktioniert, es funktioniert und es funktioniert gut. Das Einzige, wo ich die Stelle wirklich auch immer noch brauche, also jetzt für die Unterlagen und so, ist gar nicht mehr so das Problem, weil da weiß ich jetzt, worauf es ankommt und was sie alles brauchen. Allerdings ist das große Problem immer der Termin in der Botschaft. Also trotz, dass du praktisch da eigentlich zeitnah einen bekommen solltest, hast du eigentlich, ich habe bestimmt schon 5 oder 6 Nachrichten geschrieben an die Botschaft direkt. Ja. Bekommst du keine Antwort. Aber wahrscheinlich bekomme ich jetzt dann, wenn die Defin fertig ist mit ihrer Ausbildung, bekomme ich dann wahrscheinlich eine Antwort dann von der Botschaft in Harare und sagen, ja, also wir können Ihnen da gerne weiterhelfen, so 3 Jahre später oder so. Also keine Chance, da irgendwie an die Botschaft zu kommen, aber irgendwas haben die, dass da irgendwie einen geheimen Zugang, dass da irgendwie was läuft. Also die haben den Termin, also die hat auch ein bisschen gebraucht, aber nach einer Woche oder nach 1,5 Wochen hat die den Termin klargemacht gehabt. Wow, das ist aber echt fix. Also wie du gesagt, über diese Stelle funktioniert es. Ja, krass. Also es gibt dann immer mal wieder so ein bisschen so, ich sag jetzt einfach mal so wegen Schwierigkeiten, wie schon gesagt, bei dem Hen, den haben sie einfach das Visa nicht genehmigt und dann musstest du nochmal eine Bestätigung eingeben, dass auch
wenn er nach dem Start praktisch das Ding, also nach dem Start des eigentlichen Ausbildungsverhältnisses erst kommt, dass er dann trotzdem beschäftigt wird und sowas. Ah, okay. Sowas musst du dann immer noch nachreichen und dann musst du immer noch mal nachfragen und nacharbeiten. Aber das hat da damals jetzt zum Beispiel diese Agentur gemacht, V-Unite hat das gemacht. Ah, okay. Werbung und so. Ja, Werbung. Aber haben wir ja schon gesagt, Dauerwerbesendung. Haben wir, ja, Dauerwerbesendung. Die haben das praktisch dann für uns übernommen. Der ist halt dann erst 3 Monate später gekommen. Ah. Also eigentlich hätte kommen sollen. Also da hat das Verfahren insgesamt 7 Monate gedauert, was jetzt eigentlich nicht üblich ist. Sonst, wie schon gesagt, 3 bis 4 Monate. Aber bei dem einen hat es einmal freigeklappt beim Bui, aber beim anderen hat es eben fast 7 Monate gedauert. Also von daher, er ist jetzt aber auch da und es funktioniert jetzt alles. Man muss sich halt einfach, um die auch jetzt auch nochmal darauf zurückzukommen, ne? Du bekommst motivierte Auszubildende, die Talent haben und intelligent sind. Also genau das Material, was wir suchen. Wo du am Anfang halt einfach Abstriche machen musst, ist, du musst ihnen am Anfang sehr viel manuell zeigen, ja, dass sie es gleich nachahmen können, weil sie dich halt sprachlich noch nicht erfassen können. Ja, klar. Also das ist eigentlich die große Challenge am Anfang. Du musst da ein bisschen Geduld haben, bis sie in die Sprache reinkommen. Du musst auch unbedingt investieren in die Sprache, also von den Auszubildenden, damit sie möglichst schnell auch richtig gute Mitarbeiter werden. Weil je besser, wenn du auch um die Ecke, wenn du sie mal nett siehst und die dich verstehen, ne, dann funktioniert es halt auch einfach besser. Ja? Das ist einfach, ne? Ja, weil du willst ja irgendwann auch dahin kommen, dass du ihnen mal eine Anweisung geben kannst und damit sie da dann auch selber selbstständig arbeiten können. Ja? Aber jetzt für die erste Zeit, wo ich jetzt das habe, ein Traum, wirklich. Also ich kann nur sagen, liebe Kollegen, nicht nur im Lebensmittelhandwerk, sondern im kompletten Handwerk, strengt euch an und bemüht euch um solche Auszubildenden und kümmert euch um die, weil was Besseres kann euch in euren Betrieben aktuell nicht passieren. Damit könnt ihr ist meine sichere Prognose, diesen Fachkräftemangel in den nächsten Jahren auf jeden Fall zumindest einigermaßen geregelt, besser als viele, die es nicht machen werden, überstehen. Ja. Ganz sicher. Und genau jetzt kann ich dazu mal sagen, wie viele das eigentlich so machen. Und zwar das Kompetenzzentrum für die Fachkräftesicherung, die KOFA, und das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, die haben da nämlich einen Studienauftrag gegeben. Und wir haben jetzt 55.000 Fachkräfte über den Weg hierher geholt, insgesamt. Seit wann? 2023. Okay, das ist aber nicht wenig. Ist aber auch nicht viel. Vor allem, weil wir jährlich 400.000 brauchen, haben wir jetzt... Das ist viel zu wenig. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich viel zu wenig. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr holen. Allerdings kannst du nicht so viel auf einmal holen, weil das wird sonst Das funktioniert nicht. Das musst du nicht alles du machen. Also, du musst die 400.000 jetzt holen. Ne? Also bloß, dass wir uns das richtig verstehen. Mir geht es dabei grundsätzlich darum, ich will ehrlich gesagt mit meinem Unternehmen gerne expandieren. Das ist ehrlich gesagt mein Ziel. Ich will gerne die Kapazitäten ausbauen. Ich möchte gerne mehr machen. Ja. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich möchte gerne mehr machen. Also ich möchte vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken, einfach mal neue Konzepte zu fahren. Ja? 24/7 etc. Dazu brauche ich aber Leute. Und wenn ich keine zuverlässigen Leute habe, die wissen, wie man mit Sachen umgeht und die wissen, was beim Freiberger so läuft. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf irgendwelche Studenten, die da irgendwie dann alle 6 Monate dann wechseln, gerade wenn sie dann eingearbeitet sind, sich wieder verpissen. Ja, das ist ganz schwierig. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wie schon gesagt, Studenten habe ich auch angestellt, die machen bei mir auch tolle Fahrertätigkeiten und solche Sachen, finde ich super. Aber für die Tätigkeiten, die ich mir da vorstelle und wo ich auch expandieren will, sehe ich die einfach nicht. Und wie schon gesagt, ich will mein Unternehmen in Zukunft einfach weiter voranbringen. Ich will was Neues machen. Ich will mehr machen. Und dazu brauche ich einfach genau solche Leute. Einfach solche Menschen, auf die man sich verlassen kann einfach. Ja, ja. Also die auch was im Kopf haben, die einfach wissen, es kommt drauf an. Und die einfach wissen, das ist meine Arbeitsstelle und die ernährt mich und da bin ich einfach stolz drauf, dass ich auch Teil vom Freiberger bin. Ja, ich auch. Ich würde auch gern
größer sein. Ich hab mir gedacht, so, wäre es nicht cool, wenn wir einfach so weit wären, dass wir auch sagen, kennst du diese riesen Lebensmittelfirmen wie Nestle, Aldi, Freiberger? Ja gut, aber ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich bekomme immer so ein bisschen mit, wie es in so Konzernen abläuft und ich sag dir ganz ehrlich, da möchte ich nicht hin. Ah, also das ist jetzt. Das ist jetzt wieder so. Sagst du jetzt? Also nee, das sag ich jetzt wirklich so, weil ich mag das nicht. Ich mag immer noch diesen handwerklichen Charakter. Da kann man jetzt drüber streiten, wo es jetzt noch Handwerk ist und wo es Industrie anfängt. Mhm. Weil es gibt ja manche Industriebetriebe, die sind wirklich Handwerk, also obwohl sie als Industrie gelten. Und es gibt manche Handwerksbetriebe, die schon lange Industrie sind. Ja, da denke ich zum Beispiel auch viel an viele Filialisten. Mhm. Ja, also wenn du so 30, 40 Filialen hast, was hast denn du da noch mit einem Handwerksbetrieb zu tun? Also du bist da einfach eine straff organisierte Organisation, die zentral produziert und da riesige Mengen raushaut. Ja? Also das ist... Man kann uns ja vielleicht trotzdem auflösen, wenn wir berühmt genug. Ja, also das hat ja, also deswegen müssen wir aber nicht unbedingt unendlich in der Größe wachsen, verstehst du? Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ja, also wie gesagt, ich denke grundsätzlich Größe und Markenwert muss nicht unbedingt was mit Multimilliardenkonzern zu tun haben. Ich weiß nicht, so einen Multimilliardenkonzern haben oder nicht haben. Ne? Das Na natürlich, ich meine, ist vielleicht dann was für die Generation nach mir, aber jetzt ich bin jetzt da nicht unbedingt dafür. Ich könnte es mir schon vorstellen, so ist nicht. Ja, dann passt ja alles, dann passt ja alles. Nein, also wie schon gesagt, ich denke, das ist eigentlich jetzt, das war für mich jetzt wirklich jetzt in den letzten Jahren der letzte Strohhalm, an den ich mich geklammert habe. Ja. Und ich bin inzwischen überzeugt, dass man hier im Land keine Auszubildenden mehr finden wird. Also auch keine, die was so verirrte vielleicht jetzt hat. Aber darauf können wir nicht unser Handwerk aufbauen. Vor allem, die finden das vielleicht geil, den Beruf, machen den 3 Jahre und dann gehen sie weiter. Also wenn sie richtig krass sind, dann machen sie ja meistens dann gleich Lebensmitteltechnologe oder gehen dann weiter in der Leiter einfach nach oben. Ja. Ja. Das ist dann einfach sowas, wo ich dann sage, ja, okay, finde ich gut, dass es hier so einen Aufstieg gibt, aber ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir hoffe jetzt halt fürs Handwerk hier, weil wenn hier keiner mehr ist, der die Arbeit macht und der hier auch wirklich mal bodenständig was leistet. Ja, ich glaube halt, die Meisterkurse sind alle sehr gut besucht, ne, in den verschiedenen Handwerksberufen mittlerweile. Ja gut, ich meine, es ist nie verkehrt, wenn man mehr Wissen hat, aber ich habe schon Meister gesehen, da weiß ich nicht, die den Titel Meister verdient haben, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich kenne nicht so viele Meister, ich habe keine Ahnung. Meister Propper vielleicht? Meister Propper, ja. Nee, den also für mich wär das wirklich ein riesiger Zugewinn. Also wie gesagt, nächstes Jahr noch nicht, aber übernächstes Jahr werden dann noch weitere kommen, weil wenn die anderen ausgelernt haben, dann weiß ich auch nicht, was die nach der Ausbildung machen. Und außerdem ist es dann auch so, wenn die dann im dritten Lehrjahr sind, dann kann ich auch schon wieder dafür sorgen, dass praktisch dann von unten wieder Nachwuchs kommt. Aber hast du überhaupt genug Platz für alle? Also, ganz ehrlich, ja. In der Werkstatt wurde während der Zeit von meinem Großvater, wo wir noch den Lebkuchen Schmidt in der Kantine hatten. Was? Lebkuchen also, Schmidt? Also, Lebkuchen Schmidt sagt dir was? Nee. Einer der großen Lebkuchenhersteller hier in Nürnberg. Nürnberger Ach so. Lebkuchen. Ach so, okay. Lebkuchen Schmidt? Kann sein. Also der hatte früher eine Kantine für mit, also der hatte eine Belegschaft früher, ich glaube heute hat er nicht mehr so viel, weil er viel automatisiert hat, aber früher hatten die so 300 bis 400 Mann. Okay, ja. Und da haben wir praktisch im Alleinbetrieb die Kantine betrieben. Okay. Frühschicht, Mittag und Abend. Ah. 3 Tage. Leberkäse ist halt immer so ganz... ganz klassische Schichtarbeiter-Sachen, so von Schaschlik, Currywurst, ja, Leberkäse okay, und sowas. Ja, verstehe. Braten, Bündle, Kloster zu halt, so ganz. Ja, ja, klar. Ne? Also da haben sie nicht so rumgetan wie heute mit den ganzen veganen Alternativen und sowas, sondern da gab es einfach so richtiges, zünftiges. Da gab es auch echtes Essen. Genau. Und da waren halt bei jeder Schicht waren es ungefähr so 150 bis 200 Portionen, die wir da rausgeklopft haben. Ah, ja, okay. Also dann weißt du, was da ging. Das war eine richtig krasse Zeit. Es war auch so viel Arbeit. Aber wir haben das gemacht. Aber da waren wir teilweise 8 bis 10 Metzger. Okay. Also da haben wir, da ist mein Vater jeden Tag in der Früh, ich kann mich noch daran erinnern, war noch ein kleiner Bub, zum Schlachthof gefahren, jeden Tag. Mhm. Und hat praktisch immer
da haben wir sie damals noch mit Paletten. Also wir hatten da so, mein Vater ist da in der Früh einer der ersten gewesen, die da hin sind. Und dann hat er praktisch selektiert, hat die Schweineschultern am Schlachthof praktisch ausgesucht. Und dann haben wir sie palettenweise, also das war fast jeden Tag eine Tonne Fleisch, praktisch dann frisch geschlachtet, grob zerlegt, ausgebeint, verarbeitet jeden Tag. Aber willst du mir jetzt sagen, du würdest dann einfach mehrere Schichten dann machen? Oder? Nee, wir waren in einer Schicht. Also okay. Also das war in einer Schicht. Okay. Also das hast du alles in einer Schicht gemacht, wobei damals die Arbeitszeiten schon noch ein bisschen anders waren. Also da war jeden Tag bestimmt 10 Stunden, also 10 Stunden am Tag war da eigentlich üblich. Ah. Aber das waren 10 Leute da unten. Okay, und wie viel sind wir jetzt? Aktuell 1, 2, 3 Meister, also 3 Meister angestellt, ein Hilfsarbeiter, sag ich jetzt einmal, und 2 Auszubildende. Und dann halt noch mein Bruder und mein Vater halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in Teilzeit mit mir. Okay, sind wir gar nicht so viele. Ich dachte, wir wären mehr irgendwie. Ja, nur in der Produktion. Ja, meine ich ja. Ich dachte, auch da wären wir mehr. Nö. Nee. Okay. So, das ist doch schon ganz schön viel. Ich dachte aber, weil wir so viel raushauen, dachte ich, das machen wir mehr. Ich weiß nicht. Ja. Effektiv, muss schon wegen was klopfen. Ja, wie gesagt, überrascht mich. Aber ist cool. Ja, dann hast du noch Platz, klar. Ja. Also, wie schon gesagt, es ist immer, und vor allem, manchmal kann man ja vielleicht dann auch noch eine Schicht aufmachen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dann sagst du, okay, in der Früh machst du das, nachmittags machst du das. Das geht ja dann auch noch einmal, verstehst du? Das ist ja jetzt dann auch nochmal, wir sind ja nicht 24 Stunden praktisch da am Arbeiten, sondern wir sind ja normalerweise zwischen 12 und 1 ist ja praktisch die Produktion fertig. Ja. Dafür fangen wir auch relativ früh an. Ne? Also wir fangen ja um 4 an. Ja. Gottlose Zeit, wie man so schön sagt heutzutage. Gottlos. Der Tobi wird es bestätigen, ne? Hat's ja gerade mal in die Dinge. Der war ja da eine Woche, hat er gesagt, ja, geile Arbeit, alles super, aber die Zeit ist nichts für mich. Hast halt auch den Vorteil, kriegst halt 2 Stunden auch nochmal nachzuschlagen, ne? Das ist halt auch nochmal was. Ja, gut. Das stimmt. Mhm. Aber trotzdem gottlos. Also kommt jetzt darauf an, wie man es sieht. Ich meine, man hat ja normal mehr vom Tag, ne? Das ist wieder die andere Seite. Ja, für mich wäre es auch nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, es kommt immer darauf an, wie man den Biorhythmus anpassen kann oder anpassen will, sagen wir es mal einfach so. Kann. Kann ist eher so. Ja, dafür gehst du halt erst um 1 ins Bett. Ja. Ja, könnte ich nicht. Wenn man einfach zu spät. Ja, ich muss ja auch erst um 8 Uhr anfangen. Mimi. Ich habe ja Glück. Aber das ist halt einfach, aber wenn du jetzt sagst, nee, okay, ich fange halt in der Früh um 3 an, dann kannst du einfach früh ins Bett. Ah, ich weiß nicht. Nee. Ja, doch, das ist einfach eine Frage der Einstellung. Also, meiner Meinung nach, aber ist einfach so. Ja. Wie schon gesagt, ich bin echt froh, dass ich die Azubis gefunden habe und ich sehe das wirklich als große Chance. Wir sind jetzt alle komplett jetzt erstmal. Ich habe jetzt auch schon einen großen Workshop für die anberaumt und so. Ich investiere auch richtig in die, weil ich wirklich in denen die Zukunft meines Betriebes sehe. Muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Ich weiß nicht, ob die ewig bei mir bleiben werden oder ob ich die so lange halten kann. Aber für mich ist das trotzdem, ich möchte einfach, dass sie es hier gut haben. Ich möchte, dass sie fair bezahlt werden, dass sie hier eine faire Chance haben, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Und das ist eigentlich so meine Challenge, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das will ich wirklich schaffen. Und vor allem, ich denke halt einfach, wir brauchen sie einfach für unsere Gesellschaft. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass junge Menschen hierher kommen. Ja, klar. Die einfach hier mitarbeiten und die einfach was zu unserem Sozialstaat beitragen. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Wenn wir die nicht haben, ganz ehrlich, wer soll denn die Renten zahlen? Wer soll denn die Renten zahlen in Zukunft? Ja, ich kann dazu auch nicht viel sagen. Also ich kann nur sagen, jetzt nachdem du gesagt hast, eigentlich wie relativ unkompliziert das Verfahren ist, zwar mit viel Betreuungsarbeit verbunden ist, aber halt hohe Zukunftschancen hat, frage ich mich wirklich, Leute, ihr heult alle rum und macht's nicht? Seid ihr dumm? Das ist einfach so. Geht mal tief in euch und beantwortet diese Frage. Bin ich dumm? Ja, seid ehrlich. Einfach ehrlich sein und direkt in die Kommentare schreiben. Weißt du, was ich halt einfach so sehe, ist halt, dass viele einfach meinen, sie können weitermachen wie bisher. Also dieses Jahr wird, glaube ich, eins der krassesten Jahre überhaupt, wo
extrem viele Metzger hier im Süden einfach dicht machen, ja, weil sie einfach komplett zermürbt sind, ja, von diesem Personalmangel, von dieser Personalnot. Die sind komplett zermürbt und sagen jetzt einfach, okay, ich stehe jetzt kurz vorm Ruhestand, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, mir reicht's. Ne? Ich höre jetzt einfach auf. Und es geht ratzifatzi von heute auf morgen. Ich weiß nicht, wer zuhört und so, aber die Metzgerei Kleinlein in der Nordstadt, in Nürnberg. Kenne ich nicht. Krasse Institution, Betrieb in der dritten Generation. Hört jetzt auf. Im September Schicht im Schacht. Ja, scheiße. Ah, ja, du hast die Metzgerei schon erwähnt mal, glaube ich, ja. Also wie schon gesagt, aber ich kann den Namen auch jetzt nicht. Auch ein krasses Unternehmen, wo ich sicher weiß, ey, die haben sicher Geld verdient. Muss wegen Personal anschließen hauptsächlich, oder wie? Nö, die haben halt, ich weiß nicht, was der Junior macht, ob der jetzt noch so Bock hat, aber vielleicht macht er, hat er jetzt irgendwie eine geile Stelle oder sagt, ich möchte mich ein wenig umorientieren und die Eltern und der Großvater ist ja schon über 80. Hingehen können, aber mal fragen, oder? Mit der Kamera mal hingehen können, wir könnten ja mal, wenn du ein paar Metzgerfreunde hast, sowieso mal andere Metzgereien auch mal zeigen. Ja, was soll man da zeigen, dass die bald zumachen, oder? Nee, einfach mal drauf aufmerksam machen. Ich meine, du gibst dir ja schon allgemein sehr viel Mühe. Ich meine, wir können ja auch, wenn wir gut mit denen sind, ein bisschen was das Nettes lustig ist, machen. Das Lustige ist, dann schreiben mich, also nette Kunden schreiben mich dann an und sagen, ja, Herr Freiberger, und ich würde gerne trotzdem Samstag mal frische Gelbwurst abholen und sowas. Übernehmen Sie doch die Metzgerei Kleinlein. Jungs, Mädels, was ist mit euch los? Meine Frage ist dann grundsätzlich immer, was machen eure Kinder nochmal beruflich? Also ihr wollt die Gelbwurst am Samstag früh frisch holen. Keiner will aber mehr den Beruf ausüben und keiner will am Samstag mehr arbeiten. Also, jetzt ist meine Frage an euch. Wer soll's dann machen? Völlig falsch reagiert, muss ich sagen. Du hattest jetzt die einmalige Chance zu sagen, ich will früh mal Gelbwurst. Dann kommt zu uns. Ganz einfach, Problem gelöst. Den Freierabend habe ich auch schon angeboten. Also Freierabend ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich im ganzen Stadtgebiet unsere frischen, hausgemachten Wurstwaren einfach so, ich sage jetzt einmal, zukommen zu lassen. Also das ist überhaupt kein Problem. Geh einen kleinen Obolus, kostet 5 Euro, könnt ihr alles in unserem Onlineshop bestellen und noch mehr darüber hinaus, einfach per E-Mail oder im Onlineshop, was ihr gerade wollt, was ihr gerade habt. Wir haben so ein riesen Sortiment, wir können das gar nicht alles in den Onlineshop packen. Das könnt ihr euch einfach nach Hause bestellen und dann an der Tür mit Karte bezahlen oder vorher im Onlineshop und dann habt ihr am Donnerstagabend dann eure frischen Wurstwaren fürs Wochenende oder geile Steaks oder. Wie schon gesagt, total easy. Muss man einfach machen. Und man muss halt am Donnerstag oder vielleicht sogar am Mittwoch schon wissen, was man am Wochenende vorhat. Das wäre halt vielleicht nicht schlecht. Ne? Ja, und wenn man halt das spontan machen will, ja, unsere Türen stehen immer offen. Also immer stehen sie nicht offen, aber wir haben trotzdem noch ganz ordentliche Öffnungszeiten in unseren Geschäften. Dazu müsst ihr aber einfach auf Google gehen oder einfach auf unsere Homepage mf58.de. Genau, und jetzt, weil wir so viel Werbung für uns selber machen, glaube ich, hören wir am besten auf. Wie sind wir überhaupt der Zeit? Wir sind bei 1:03 gerade. Oh, also, wir haben es diesmal relativ gut gehalten eigentlich. Also wie schon gesagt, ich denke in den, wenn ihr Interesse habt, dass ihr zum Beispiel Kontakte zu den Sprachschulen bekommt oder sowas, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info@mf58.de. Ja, teilt das Video am besten oder teilt das Video. Sagt den Leuten einfach alles zum Freiburger. Sofort. Ja, genau. Egal, was ihr braucht, wir haben alles. Ja, genau. Also wie schon gesagt, ich kann euch gerne ein paar Kontakte vermitteln. Wenn ihr wirklich echtes Interesse an jungen Menschen habt und auch dafür Sorge tragt, dass es ihnen hier gut geht, das ist auch eure Verantwortung, wenn ihr hier Menschen ausbildet aus dem Ausland, die sich hier trauen, komplett in eine fremde Welt, in eine fremde Gesellschaft hier einzutreten. Da habt ihr Verantwortung dafür und der müsst ihr einfach treu werden. Ihr könnt mir gerne eure Meinung oder uns eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Ja. Ich bin echt gespannt. Ansonsten danke dir, Erdschan, für die Zeit. Ich danke dir, Dirk. Ja. Auch euch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut Servus. Rein, ade.